einen wunderschönen guten Abend Ihnen allen zu unserem Elternabend mit künstlerischer Darstellung. Nach langem Hin und Her, was Corona-bedingt doch uns verunsichert hat an vielen Stellen, hat sich die Klasse aber niemals irgendwie beirren lassen und hat fest entschlossen gesagt, wir ziehen das durch, egal auf welche Art und Weise. Wir haben noch einen Plan B und einen Plan C, aber wir kriegen es hin mit dem Klassenspiel, und genauso toll war dann auch die Arbeit mit den Kindern. Also es war auch für mich einfach nur eine pure Freude, und deswegen freuen wir uns jetzt alle, die Kinder, ich, sie, dass es doch zu dieser Elternaufführung dann zum Glück kommen konnte, und ich wünsche Ihnen jetzt einfach nur ganz, ganz viel Freude. Thank you.
brauchen mehr Kundschaft, sonst müssen wir bald schließen. Dann gibt es keinen Admin im Inbau mehr. Mutter, das wird schon. Warum sollten wir nicht auch mal Glück haben? Ach, Jim, ich kümmere mich da mal ums Essen. Hallo Jim, Baron Trelawney und ich haben etwas zu besprechen. Wir setzen uns dort hinten in die Ecke. Sehr gern. Dr. Lipschey, Herr Baron. Jim Hawkins, anständig, dass du deiner Mutter hilfst, in deinem Alter. Ich bin schon 14? Oh, das hätte ich nicht gedacht. Was darf ich den Herrschaften bringen? Mir knurrt schon ordentlich der Magen. Heute habe ich nur einen Topf da. Wunderbar, dann hätte ich gerne eine doppelte Portion und ein Krug Bier. Für mich dann bitte nur ein Bier. Geht sofort los. Niemals werde ich dir verraten, nur die Kasse gehört mir, mir allein. Du drückst raus mit der Sprache oder ich lasse dich hochgehen. Dazu werde ich kommen. Das werden wir ja sehen. Du nimmst nur zu der Urne, draußen wenn nicht mehr in die Quere. Bones, bitte nicht. Lass mich am Leben. Ich habe auch noch eine ganz wichtige Sache, die ich dir geben soll. Was ist für eine Sache? Ah, jetzt bist du dran. Schöne Grüße von Blitz Mannschaft. Wir werden dich kriegen und dann bist du dran. Der schwarze Fleck, verdammt, ich muss schnellstens umhauen. Die dürfen dich finden. Mrs. Hawkins, Ihr Eintopf übertrifft meine Erwartungen. Ich hatte mal eine Köchin, die kochte so schlecht, dass... Das darf ich gar nicht erzählen. Das habe ich versprochen. Ich bin sehr diskret. So diskret wie die Glocken von Westminster. Die hört man bekanntlich 8 Meilen weit. Mein lieber Freund, da übertreiben Sie aber. Ich freue mich, dass es Ihnen so gut schmeckt. Jora, Jora, gibt's Ihnen eine Koja auf unbestimmte Zeit? Das müsste für das reichen. Natürlich, ich mache Ihnen sofort ein Zimmer fertig, Mister. Nennen Sie mich Captain. Gut, Mr. Captain. Frühstück gibt es 8, Abendessen 6, kein Nerven, keine Damensuche. Damensuche? Ha, ich habe was anderes zu tun. Hey Kleiner, hier ein Silberstück, davon muss ich auch offen sein. Wenn du jemand mit einem Holzbein ziehst, sagst du mir sofort Bescheid. Wenn sonst jemand nach mir fragt, ich gebe dir sie nicht, verstanden? Ja, mach ich. Sie können sich auf mich verlassen. Das hat schon zu Monte, der deinen Master Baum mit hat. Und jetzt bringen wir Master Stärkung. Wir haben noch einen Topf. Super, alles sowas für Vibesbilder. Ich brauche flüssiges Gold, einen Becher Rum für den alten Bones oder 2 oder 3. Los, bring mir gleich die ganze Buddel. Sie bluten da, das könnte sich der Doktor anschauen. Der sitzt dort hinten. Kein Wort zu niemandem, sonst lerne ich dich hier mit an der Wand fest. Immer sutschig, hole ihn den Rum. Der ist ja gewalttätig. Wir sollten lieber gehen. Da geht man abends mal weg und dann. Bitte blieb, setz dich hin, ich nehme eine Runde Rum aus. Ruhe da auf dem Zwischendeck. Eine gute Nachtgeschichte gefällig. Wir hatten mal einen feinen Lord an Bord von Westindien. Als ich See mit ihm fertig war, da hat er nur noch nach seiner Mutter den Winsel. Als wir mit ihm fertig waren, da fiel ihm nicht mal mehr ihr Name ein. Haha, passt also gut auf, was ihr draußen rum passiert. Sonst gucke ich bei jedem Einzelnen von euch vorbei und spiele das Sandmännchen. Kapiert? Hey Bursche, komm her mit dem flüssigen Gold. Weißt du, was wir mit dir ein Date machen würden? Raus, alle raus! Doktor, der Kapitän ist verletzt! Ohne meine Tasche, sind raus in der Kutsche! Junge, komm näher! Meine alte Crew von Captain Flint ist hinter mir her. Nur ich weiß, wo der Schatz begraben ist. Der schwarze Hund wird mich verraten. Er hat mir den schwarzen Fleck gebracht. Schwarzer Hund? Schwarzer Fleck? Das ist mir zu düster. Dr. Lift, der wird Ihnen bestimmt helfen. Nein, Junge, es ist vorbei. Der schwarze Fleck ist die Ankündigung des Todes. Aber die werden den Schatz nicht reden, niemals. Nimm schnell, verbrenne alles, was da drin ist. Du darfst mit niemandem darüber sprechen. Hast du das verstanden? Ja, nein, ich weiß nicht. Versprich es mir. Psst, schweig, oder sie werden mich töten. Schnell, Doktor!
Zu spät, der ist hinüber. Oh mein Gott, was für eine Schande für unser Haus. Keine Sorge, ich kümmere mich um alles. Ich glaube, wir müssen uns doch Sorgen machen. Jim, was ist los? Was hat die Bones gesagt? Das war so wildes Zeug, das habe ich gar nicht verstanden. Er hat dir etwas zugeflüstert. Das habe ich genau gesehen. Ja, das hinter ihm her sind, hat er gesagt. Wer ist hinter ihm her? Die Mannschaft von seinem Flint. Captain Flint? Captain Joshua Flint? Ja, genau. Der Name sagt Ihnen wohl etwas. Natürlich, Captain Flint war der blutrünstigste Pirat, der wohl je die Meere unsicher gemacht hat. Aber warum sollten die hinter diesem Bones her sein? Das weiß ich doch auch nicht. Jim, du feigst uns doch etwas, das spür ich doch. Nein, Mutter. Flint war Pirat. Vielleicht gab es Streit um Beute. Jim, hat für uns der irgendetwas darüber gesagt? Das könnte der Grund sein, warum die Männer hinter ihm her sind. Flint, Schatz? Wenn es da draußen sagen und wogen einen Goldschatz von Captain Flint tatsächlich gibt? Nicht auszudenken. Jim, du vertraust uns doch. Ja, natürlich. Bones hat gesagt, ich soll alles darin verbrennen, sonst bringe ich Flints Männer um. Das glaubst du doch wohl nicht. Ist ein bedeutender Moment. Willst du, Jim? Nein, schauen Sie nach. Donnerwetter! Das ist aber dreckig, das sollte mal durchgewaschen werden. Mutter, das ist eine Schatzkarte. Alles ist genau eingezeichnet und beschrieben. Die Breitengrade, der Ankerplatz, hier das Kreuz muss die Stelle sein, wo der Schatz vergraben ist. Und hier, Flints Unterschrift, es gibt keinen Zweifel. Ich reise sofort nach Bristol. Ich lasse auf der Stelle ein Schiff ausrüsten. Und ich liebe Abenteuer. In 8 Tagen haben wir das beste Schiff und die beste Mannschaft. Dr. Livesey, Sie kommen mit als unser Schiffarzt. Ein paar meiner Männer werden ebenfalls mitkommen. Was sagen Sie? Ich komme auch mit. Jim, schau dich nochmal an. Du bist noch ein Kind. Die Seefahrt ist nichts für dich. Das sehe ich anders. Jim ist ein tüchtiger Junge und wir dürfen nicht vergessen, er hat die Karte von diesem üblen Burschen erhalten und hat deshalb auch ein Anrecht mitzufahren. Na gut, hiermit bist du als Kajütenjunge eingestellt. Danke, das werden Sie nicht bereuen. Darf ich wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden? Das ist viel zu gefährlich. Bitte, Mutter. Ich habe dir doch schon immer gesagt, das Glück wird eines Tages auf unserer Seite sein. Ich bringe Ihren Sohn unversehrt zurück, Mrs. Hawkins. Ach, Jim. Na gut. Dann ist es eine beschlossene Sache. Baron, ich stelle eine Bedingung. Und die wäre? Kein Wort zu niemandem. Wir müssen absolutes Stillschweigen bewahren. Sonst sind wir alle in Gefahr. Ich schweige wie ein Grab. Lasst uns die Sache einschlagen und besiegeln. Schnell in die Kutsche, wir fahren zu mir, dort sind wir in Sicherheit. Los, schnell weg! Auf ins Abenteuer, auf zur Schatz!
auf des toten Mannes Kiste hoch und mehr Brudel voll rum. 15 Mann standen auf des Teufels Kiste hoch und kamen um. Wer hätte gedacht, dass er so schnell ein Schiff und eine Mannschaft findet? Ich freue mich, dass deine Mutter nicht mitfahren lässt, Jim. Captain Smollett können wir hundertprozentig vertrauen. Er ist ein erfahrener Seemann und hat seine Mannschaft im Griff. Dr. Livesey, Mr. Trelawney, ich bin ja gerne in die Mannschaft vorgestellt. Aber ich kenne sie nicht. Hier hat der Bewohner angehört. Ganz sowas nicht. Die Leute sind eine Empfehlung von Mrs. Silver. Mrs. Silver? Ja, haben Sie noch nie von ihr gehört? Ich habe mit etlichen Seeleuten gesprochen. Ihr habt einen Ruf voraus, der seinesgleichen sucht. Sie ist eine Legende. Sie kennt die besten Seeleute und hat sie überzeugen können, an unserer grandiosen Expedition teilzunehmen. Alles erfahrene Seemänner außer Hunter und Joyce, die sind gänzlich unbefahren. Ei, ei, Sir, sag mal doch so. Ja, machst du schon? Das heißt, ihr wart auch noch nie auf See? So wie ich? Der Mannschaft traue ich nicht. Vielleicht sollte sich die Mannschaft vorstellen, damit wir Vertrauen aufbauen können. Eine wundervolle Idee. Stillgestanden! Errol, Sir. Steuermann stets zu Dienst. Zimmermannsmann, ei, Sir. Bootsmann, Sir. Schiffszimmermann, Sir. Gleich Matrose Johnson, Sir. Wundervoll. Wo sind die anderen? Das können doch nicht alle sein. Leinen los und rein in die Kanonen. Ha, ha, ha. Hallo Jungs, ich freue mich schon außerordentlich auf die Fahrt. Bin mir freut und hoch erfreut über meinen Anblick. Hi Captain, Jane Silver, mein Name, Schiffsköchin. Auf eine gute Überfahrt. Ich hoffe, mein Essen ist ganz nach Ihrem Geschmack. Und danke für das Vertrauen. Die ganzen Teerjacken hier sind zwar nicht hübsch anzusehen, aber es sind unerschrockene, mutige Burschen. Wir werden sehen, wir werden sehen. So, ich bitte um Erlaubnis, eine Tonne Äpfel mitzunehmen. Da bleiben alle gesund und wir haben keinen Stockhut an Bord. Mir soll's recht sein, ich brauche eine starke Mannschaft. Also, ein starker Captain verdient eine starke Mannschaft. Nun, Baron, diese Jane Silver gefällt mir. Ist ein Vermögen wert. Und wenn King Johns Dienst dein Weib verliert, dem gebührt Respekt und deine neue Chance. Sie ist eine hervorragende Köchin und hat unsere Männer im Griff. War keiner Lutine Frau an Bord gesehen? Nein, ich dachte immer, das bringt Unglück. Aber nicht die da. Die hat in ihrer Jugend gute Bildung abgekriegt. Mutig ist sie auch. Ich habe mal gesehen, wie sie sich mit Vieren auf einmal gelegt hat. Und? Die haben sich plötzlich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. So schlau ist die. Schluss mit dem Palaver, an die Arbeit, Leute! Mein Geld ist das ja, nämlich, dass hier für dieses Unternehmen verpulvert wird. Aber als Captain dieses Schiffs will ich nur eins: kein Ärger und einen guten Wind. Das waren aber zwei. Was willst du, Bursche? Wird nur gesprochen, wenn man gefragt wird. Naja, Jim hat recht. Lass es gut sein, Smollett. Wurde engagiert und diese Fahrt wird fast Siegel der Otto zu unternehmen. Aber mir ist etwas zu angekommen. Nämlich, dass wir auf Schatzsuche gehen. Baron, das sollte doch unter uns bleiben. Ich hab's keiner Menschenseele erzählt. Naja, vielleicht sind mir hier und da ein paar Andeutungen entwischt. Jetzt mal, Bruder, mal die Fische. Keiner von euch Gentlemen weiß, was euch bevorsteht. Es geht um Leben und Tod. Nicht nur, dass wir uns auf unbekanntes Terrain begeben. Nein, wir müssen die Mannschaft im Auge halten. Meuterei? Ganz so gläubig, wie sie denken, sind wir nicht. Baron Trelawney hat die verlässlichsten Leute und die besten Leute angeheuert. Und fahren mit dem
sofort die Karte sehen. Schließlich wollen wir die Morgentide nicht verpassen. Verstehe, kommen Sie. Wir müssen uns zusammenreißen. Keiner darf von unserem Plan erfahren. Wie war der Plan denn nochmal genau? Das hat uns Jane doch die ganze Zeit erklärt. Wir winkeln alle ein, zetteln eine Meuterei an und der Schatz gehört uns. Ganz genau, aber bis dahin verhalten wir uns unauffällig. Langweilig. Aua! Wenn die Verdacht schöpfen, sind wir geliefert. Georgette, du kümmerst dich um diesen Baron. Der scheint mir seinen Maul nicht halten zu können. Quetsch ihn aus, bis er dir verrät, wo die Karte ist. Hi, ma'am. Und du, Tonya, machst gut Wetter bei allen. Wenn auch nur einer ein Fünkchen Verdacht schöpft, sind wir geliefert. Hi, ma'am. Wenn wir zusammenhalten, werden wir die reichsten Frauen Englands sein. Dann gibt's nur noch den Himmel über uns. Yo-ho-ho und ne Bulle voll rum! Schacht oder hinten? Da lässt du schön die Finger vorne. Das ist dann gut. Den habe ich für den Notfall vorbereitet. Okay. Das sind alles so, wie du dir vorgestellt hast? Ja, alles so aufregend. Ich bin froh, mit an Bord zu sein. Die Wellen, das weite Meer, der endliche Horizont. Ich war auch mal so wie du. Ich bin auf dem Meer groß geworden. Mein Vater war Seemann, mein Großvater. Wir haben seit das Blut, wenn du weißt, was ich meine. Klar weiß ich das. Du hast ein verdammtes Köpfchen, das habe ich gleich gemerkt. Ich behalte es im Auge. Miss Silva, Sie sind eine Wucht. Ich bin froh, dass wir Freunde sind. Sonst bin ich nicht fit genug für die Strapazen hier an Bord. Gehen Sie mir aus den Augen, Sie Trunkbold! Das ist Arbeitsverweigerung! Ich könnte Sie in Ketten legen! Dann lege ich mich mal hin, nur Ketten habe ich nicht, nur Ohrringe! Über Bord. Noch ein Wort von diesem Mann und ich platze. Langsam, mein Freund, wir brauchen unseren Käpt'n noch. Anderson, herkomm! Du, du übernimmst ab jetzt das Ruder. Kann ich mich auf dich verlassen? Ja, Sir, selbstverständlich, Sir. Lieber Baron, hier ist das Süßes zu berühren. Wissen Sie eigentlich schon, dass ich schon in Madagaskar, in Malabar, in Suriname und in Portobello gewesen bin? Sollte ich es Ihnen bei Gelegenheit auf der Karte zeigen? Gerne, dass Sie schon so weit rumgekommen sind? Nein, das wusste ich nicht. Ich bin ein Navigationstalent. Sie haben doch bestimmt eine stattliche Kartenansammlung an Bord. Klar zum Wenden! Jim, gib das Captain Flint. Ich glaube, er mag dich. Klar zum Wenden! Captain Flint hat immer recht, du wirst schon sehen. Der Papagei meint doch nicht wirklich, wir sollten wenden. Woher soll er das denn wissen? Jim, du musst nicht alles so ernst nehmen. Er ist nur ein alter Papagei. Klar zum Wenden! Das gibt's noch nicht. Ich werd verrückt.
morgen. Die Walross war Flints erstes Schiff, vollgeladen mit Gold bis zum Sinken. Die Wolf-Fortune, die hat uns ins Sterben gestürzt. Eine wilde Schlacht hat sich Flint damit den Engländern geliefert. Tja, für Gutes kommt bei der Piraterie nicht raus, echt jetzt. So Leute, jetzt gibt's was Nahrhaftes. Los, Hans, schau mal nach. Na, wen haben wir da? Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Jo, jo, ho, ho, und der Buddel voll rum. Wie war denn so ein echter Flint? Unter uns, Flint, das war ein harter Hund. Der hatte vor nichts und niemanden Angst, außer vor der guten Jane. Und am Ende hat sie ihn trotzdem erwischt. Echt? Gutes kommt bei Pirater nicht raus. Für Dummköpfe nicht. Aber hör zu, du bist noch jung, aber mit einem verdammt hellen Köpfchen. Das habe ich gleich bemerkt. Dich behalte ich im Auge. Ich erzähle dir mal was über Piraten. Sie haben ein raues Leben und riskieren den Galgen. Aber wenn eine Fahrt um ist, haben sie die Tasche voll mit Pennies und nicht plus 100. Dann geben sie alles für Rum und Weiber aus und müssen wieder zur See. Das ist nicht der Kurs, den ich fahre. Denkst du, du hast keine Laster, weil du eine Frau bist? Nee, weil ich klug bin und einen Plan habe. Einen Plan habe ich auch. Hör zu, du musst dein Geld gut anlegen. Hier was, da was, damit es nicht so auffällt. So hab ich's gemacht. 30 Jahre. Wenn ich von dieser Fahrt zurückkomme, dann setze ich mich zur Ruhe. Und werde eine feine Dame mit Kleider, Kutsche und allem Pipapo. Kleider mit Hüllen und Spitzen? Kleider eben, oder meinst du, mir steht das nicht? Doch, ich hab die nur noch nie in einem Kleid gesehen. Na und? Der Junge soll verstehen, dass er mit uns seine Träume verwirklichen kann. Ganz genau, alles wird gerecht geteilt. Egal, ob Frau oder Mann. So, das heißt, ihr seid Piraten? Echt jetzt? So ist es, mein Junge. Die halbe Mannschaft gehört bereits zu uns. Wann geht's denn eigentlich los? Wann übernehmen wir das Schiff? Mir reicht's langsam mit diesem Captain Smollett. Du bleibst schön freundlich und vor allem nüchtern. Wir warten, bis der Captain noch den Schatz auf der Insel gefunden haben. Er hilft uns dann auch alles mit an Bord zu tragen und darf uns auf den halben Weg zurück navigieren. Mindestens bis in die Passatwinde. Dann schlagen wir zu. Guter Plan. Das wird ein feines Gemetzel. Bis dahin bleiben wir vorbildliche Seeleute. Du bist ein Teufelsweib, Silver. Steh mal auf wie ein netter Junge und hol mir einen Apfel. Hab eine ganz trockene Kehle. Landahoi! Dr. Lüsley, wir sind in Todesgefahr. Wie meinst du das, Jim? Jane Silver, sie ist eine Piratin. Sie hat uns alle belogen. Es war ein Komplott von Anfang an. Die Hälfte der Mannschaft gehört zu ihr. Sie will uns alle kalt machen. Das ist unfassbar, aber ruhig jetzt. Ich lasse mir... Das Gesicht ist unser Ziel. Hat irgendjemand von euch schon mal diese Insel gesehen? Ich, Sir. Ich habe dort mit einem Handelsschiff festgemacht, mit dem ich Köchin war. Also wissen Sie, wo der Ankerplatz ist? Im Süden, hinter den drei Bergen, Fogboss und Besan werden sie genannt. Der größere, weiter hinten, heißt Fogmastberg. Ein Beobachtungsposten. Männer, wir halten jetzt Kurs auf die Ostspitze. Andi! Moment, kleinen Moment bitte. Wie Sie wissen, bin ich auch in der Forschung tätig. Ich möchte einige medizinische Tests mit euch machen. Ach ja, es soll auch reichlich Grog ausgeschenkt werden. Das ist doch in Ihrem Sinne, Herr Baron. Naja, jetzt ist es gesagt. Genau, damit ihr auf unser Wohl und Glück trinken könnt. So bringt ein gutes Seemannshurra heraus auf den Baron, der so großzügig ist. Hurra! Und auf unseren Captain. Hurra! Danke, Männer. Aber bevor gefeiert wird, halten wir Kurs auf die Ostspitze. An die Segel! Mein lieber Freund, was denn für medizinische Tests? Das war gar nicht abgesprochen. Sie werden gleich verstehen. Kommen Sie. Nun gucken Sie doch nicht so dramatisch. Es geht um Leben und Tod. Bist du ganz blass um die Nase? Ja, ganz schön aufregend. So,
Wenn es wahr ist, was Jim gehört hat, dann muss ich mich bei Ihnen entschuldigen. Sie hatten Recht und ich Unrecht. Ich erkläre mich selber zu einem Esel und erwarte Ihre Befehle. Sie waren kein größerer Esel als ich. Ich habe noch nie davon gehört, dass eine Mannschaft meutern will, ohne dass sie sich davor verrät. Diese Mannschaft hat uns alle in das Licht geführt. Es ist Silber. Sie hat die Fäden in der Hand. Sehr gefährlich. Sogar Captain Flint hat Angst vor ihr. Alle Achtung, das hat sie sehr gut gemacht, Jim. Captain Swollen, Sie haben das Wort. Sie sagen, was zu tun ist. Erstens, wir müssen vorerst gute Miene machen. Wenn ich jetzt den Befehl zum Wenden gebe, bricht der Aufstand sofort los. Zweitens. Wir wollen uns den Schatz holen, meine Herren. Drittens, wir sind im Vorteil, denn wir haben die Waffen. Und es sind noch ein paar anständige Männer dort. Zusammen mit Jim sind wir 7 Männer der Krone. Los, holen wir uns den Schatz. Gut, dann schlage ich vor, die Sache am Schopf zu packen. Wir müssen losschlagen, wenn es unsere Gegner am wenigsten erwarten. Ihr solltet einen Blockhaus geben, gut geschützt. Die Frage ist nur, bekommen wir Proviant, Waffen, Munition auf die Insel, ohne dass Silber etwas davon mitbekommt. Da habe ich schon eine Idee. Wir schicken die Piraten an Land. Wenn sie dort sind, machen wir die restlichen Boote klar. Neben Waffen, Proviant, alles, was wir brauchen. Jim, ich habe einen Auftrag für dich, der nicht ganz ungefährlich ist. Du wirst mit den Meuterern an Land fahren, hältst Augen und Ohren offen. Wenn sie zu früh zurück aufs Schiff wollen, dann schießt du hiermit 3-mal in die Luft. Traust dir das zu? Und dann kommst du so schnell wie möglich zum Blockhaus. Guck hier, merk dir den Weg genau. Ei, ei, Captain. Gut, Jungs, sind wir mal bereit? Thank you.
überrascht. Ich hoffe, die anderen sind schon im Blockhaus. Ah! Wow. Bist du ein Mensch? Was soll ich denn sonst sein? Wie heißt du? Ben Gunn. Bin ein bisschen eingerostet. Habe seit 3 Jahren mit keinem Menschen mehr gesprochen. 3 Jahre? Hast du Schiffsbruch erlitten? Schlimmer. Ich wurde ausgesetzt. Alles klar. Und wie heißt du? Ich bin Jim. Jim, schöner Name. Feiner Stoff. Weißt du, ich habe im Jahr meine Lektion gelernt. Und die ist? Ich bin gegen jede Form von Gewalt. Ich esse keine Tiere mehr. Ich tue keiner Fliege was zu leide. Ich glaube, das wird meine große Sache. Habt ihr Käse? Käse? Ich träume jede lange Nacht von Käse. Wenn ich es wieder an Bord schaffen sollte, sollst du pfundweise Käse bekommen. Wer soll ich daran hindern? Das ist eine lange Geschichte. Sag die Wahrheit, du bist doch nicht mit Flint hier. Nein, Flint ist tot. Aber einige seiner Männer sind mit an Bord und das ist schlimm. Männer? Ist auch eine Frau mit einem Bein? Ja, Jane Silver, du kennst sie. Und ob, dann sitzt ihr ganz schön in der Patsche. Der gute Ben kann euch da rausholen. Ich kenne die Insel wie meine Westentasche. Die Geheimnisse, die Verstecke, wenn du verstehst, was ich meine. Nein. Ihr wollt doch den Schatz, den Flint hier vergraben hat. Könnte sein. Tada, ich war dabei. Genauso wie der alte Bones. Mit Flint haben wir hier den Schatz eingetrunken. Als Jahre später wieder mit deinem Anfangsschiff hier waren, wollte ich und meine Männer den Schatz holen, nur war da nichts. Gestohlen? Finn muss heimlich den Schatz an einer anderen Stelle vergraben haben, nur das hat mir keiner geglaubt und so haben die mich zurückgelassen. Dumm gelaufen. Wie man's nimmt, ich hatte 3 Jahre Zeit, jetzt sind die anderen die dumm, wenn du jetzt verstehst, was du spinnst doch, ich muss jetzt zu meinen Leuten zurück, wenn du willst, kannst du mitkommen. Ich will als freier Mann nach Haus, ich habe den Leuten noch einiges zu erzählen, dass sie nur hier in sich selbst das Glück finden können. Von mir aus. Dann bring mich zu deinem Kapitän. Würde ich ja gerne, aber ich habe mich verlaufen. Wir sind im Blockhaus. Kenn ich. Bleib dich bei mir. Es wird bald dunkel. Wir beeilen uns. Interessant, aber ich vertraue lieber auf die Wissenschaft und mein Skalpell. Naja, so weit wird es hoffentlich nicht kommen. Silberdose mit.
Archer Jack. Hier sind Johnny Watcher. Der Jolly Roger wurde gehisst. Der Totenkopf. Dann bereiten wir Silber und ihrem Hallo einen gebührenden Empfang. Aber sie weiß doch, dass sie keine Chance hat. Wir sind auf der besten Position. Bei dieser James Silber muss mir auf alles vorbereitet sein. Sie kommen, Silber und ihre Leute. Schnelle Beförderung. Wir wollen kämpfen. Wir wollen verhandeln, nicht kämpfen. Das hier ist ein Zeichen unseres guten Willens. Ich habe Plumpudding für Sie gemacht. Mit Rumrosinen? Ganz genau. Georgette will ihn überbringen. Halt! Nicht vorherrschen. Sie sollen später zusammen genießen, nachdem wir Frieden geschlossen haben. Also, was haben Sie zu sagen? Die Sache ist so. Wir wollen den Schatz und wir kriegen ihn. Das ist unser Punkt. Sie haben die Karte. Möglich. Oh, Sie haben die Karte, das weiß ich. Wenn Sie mir die Karte geben, verspreche ich Ihnen, Sie und Ihre Männer leben zu lassen und werde Sie dann am nächsten Hafen abzusetzen. Etwas Besseres können Sie nicht erwarten. Und das gilt für alle. Was das? Mein allerletztes Wort, Donnerkiel! Wenn Sie das ablehnen, kriegen Sie von mir nur noch Lindenkugeln zu sehen. Gut, dann hören Sie mir jetzt zu. Ich bringe euch in Ketten vor ein anständiges Gericht. Denn eins ist sicher, ohne die Karte könnt ihr den Schatz nicht finden. Und ihr habt keine Waffen. Und jetzt gehen Sie mir aus den Augen. Das werden Sie bereuen. Ich werde das Blockhaus flambieren, wie eine verdammte Rumrosine mit unseren Waffen. Lacht nur, wenn eine Stunde rum ist, werden andere Leute lachen. Das sieht sehr hübsch aus, Hunter. Wie zu Hause. Danke, Herr Baron. Das ist mein Lebensmotto. Mit Stil lebt und stirbt es sich leichter. Naja, aber vorerst belassen wir es beim Leben. Herr Baron, ich muss mich doch sehr wundern, dass Sie jetzt an Kaffee und Pudding denken. Haben Sie nicht gehört, was Silber uns droht? Die Piraten haben Waffen. Wusstest du in der Papier hat wieder niemand dran gedacht oder hat es mehr gehamstert? Hinterm Haus, da gibt's genügend Blätter. Und gehen die nicht. Leute, kommt mal her. Red einen Schlachtwagen bestellt. Bin wieder einsatzbereit. Aber nur, falls Sie über die Linie, also in die Mitte eintreten. Später vielleicht. Hunter, haben Sie vor dem Pudding gegessen?
Möglich? Niemand ist von dem Pudding. Ich wurde vergiftet. Nein, ich vermute, das ist ein Abführmittelchen. Ein ganz hinterhältiger Trick von dieser Silber. Ich kenne ein gutes Gegenmittel. Sie halten sich zurück. Das können sich auch noch weitere Bilder ausdenken. Ray, Taktik und Disziplin sind sicher notwendig. Aber das Wichtigste ist, dass jeder auf seinem Posten bleibt. Sir, ich würde mich hiermit gerne aus dem Krieg enthalten. Es wäre für uns alle kontraproduktiv, wenn Jade Silver mich erkennen würde. Sie futtern unseren Käse weg und wollen wirklich nicht kämpfen. Ich werde sie in England dem Richter vorführen, wegen Fahnenflucht. Ich gehöre keiner Fahne nach. Ich sehe mich eher so als staatenlosen Weltenbürger. Lassen Sie den Mann. Er wird gemeinsam mit Jim die Spaniola an eine sichere Stelle segeln, wo sie keiner findet. Er ist der Einzige, der sich hier auskennt. Und wenn Jim zurückkommt, feiern wir unseren Sieg. Ihre Entscheidung. Ich hätte da allerdings noch eine Mäche für euch alle. Aber erstmal unter vier Augen, nur ich und der Hofadel. Selbstverständlich, Mr. Gunn. Ich bin ganz Ohr. Feuer! Mission erfüllt, melde mich zu. Stimmt, mein Junge, ich hab dich schon vermisst. Wo sind meine Leute? Ich fürchte, du wirst sie nie wiedersehen. Sind sie tot? Ihr habt sie alle getötet! Na, wen haben wir denn da? Mit dem machen wir kurze Prozess. Jim, sieh die Sache mal von der positiven Seite. Jetzt hast du die Chance, bei uns mitzumachen. Oder besser, es ist deine einzigste Wahl. Niemals! Langsam, junger Freund, deinen Leuten kannst du nicht zurück. Die haben dich hier abgeschrieben. Das heißt, sie leben noch? Die Betonung auf noch. Überleg dir, auf welcher Seite du jetzt stehen willst. Ich will wissen, wo meine Leute sind und was hier los ist. Was hier los ist, wirst dich auch gerne selber erledigen mit den Knaben. Du machst gefälligst die Schotten dicht, bis du gefragt wirst. Dein Vater hat aber gut angesehen, dass er gegen uns keinen Schock hat. Und hat uns die Karte freiwillig überlassen. Das glaube ich nicht. Und der Doktor hat gesagt, er hat die Schnauze voll von dir, weil du einfach abgehauen bist. Ja, das sind seine Worte. Tut mir leid. Ist das alles? Ich denke ja. Jetzt muss ich mich entscheiden. Gut, ich bin nicht so blöd, wie ihr alle denkt. Ich weiß genau, was mir bevorsteht. Aber ich muss euch da noch was sagen. Na, dann mach aus mit der Sprache, mein Junge. Ich habe die Hispaniola versteckt. Was soll das heißen? Euer ganzer Plan ist zum Teufel. Ich war hinter der Apfeltonne an dem Abend. Ich konnte meine Freunde warnen. Und ich habe das Schiff dorthin gebracht, wo ihr es nie finden werdet. Ich bin es, der zuletzt lacht. Verflixter Bursche! Töten wir ihn! Ja, tötet mich oder lasst mich am Leben. Dann vergessen wir das Ganze hier. Und wenn ihr wegen Piraterie vor Gewicht kommt, werde ich alles tun, was ich tun kann, um euch zu retten. Wir sind der Bengel von vorne bis hinten auf den Leim gegangen.
Und ich dachte, du wärst mein Freund. Das war ich auch, aber sie haben mich von Anfang an gelogen. Sie sind der schlechteste Mensch, den ich kenne. Kein Wort mehr, ich mach dich kalt. Stopp, denkst du, ich zähle den Captain. Zurück auf deinen Platz. Hans hat recht. Ach ja, ihr habt mich zum Captain gewählt, weil ich schlauer bin als ihr alle zusammen. Und ich sage, der Junge bleibt am Leben. Wehe, wenn sich einer von euch an ihn vergreift. Das sind alles Schwachköpfe. Ich werde dein Leben retten. Ein Versuch ist es wert. Aber hör zu, eine Hand wäscht die andere. Du rettest die alte Jane vom Galgen, falls es weit kommen sollte. Ich versuch's, aber dann will ich sie nie wiedersehen. Silver, ich und die Männer sind uns einig. Du hast diese Fahrt vermasselt. Du hast den Feind aus der Falle gelassen für nichts und wieder nichts. So schnell wie wir alle hier raus wollten, ist an der ganzen Sache etwas faul. Das uns daran hindert, sie alle wegzupusten. Und jetzt noch der Junge. Du spielst falsch mit uns. Genau. Jawohl. Ist das alles? Wir werden alle am Galgen baumeln und in der Sonne verdörren. Allein wegen dir. Ach ja, Tony und Hans, ihr seid Verräter. Und für diesen Tanz hier auf. Und zu Jim, er alleine weiß, wie das Schiff ist. Er ist vielleicht unsere letzte Chance, dass ihr am Ende nicht am Galgen baumeln. Genau so ist es. Es ist ein Suchschiff unterwegs. Da könnt ihr mich als Geisel nehmen, als von der Insel runterzukommen. Vorsicht, sonst zerreiß ich die Karte. Auf den Knien haben wir mich angebettet, dass wir uns den Schatz holen. Ihr wärt doch mitten verhungert, wenn ich euch nicht mitgenommen hätte. Das ist der einzige Grund, warum wir hier sind. Mach das nicht, Jane. Für dich immer noch Captain. Ihr habt die Wahl. Entweder die Karte wird zerrissen oder ihr reißt euch zusammen und holt den Schatz. Schatz! Spring euch von dieser Insel runter mit den Taschen voller Gold. Hurra! Hoch lebe Captain Silver! Hurra! Dort entlang. Thank you.
kennengelernt zu haben. Nein! Nein, hört auf! Die Piraten sind tot! Das war knapp! Jane Silver hat mich vor ihren eigenen Leuten in Schutz genommen. Ich hab's gesehen, Jim. Trotzdem, Sie sind mir enttäuscht meines Lebens. Sie hätten es verdient, auf der Stelle gehängt zu werden. Aber ich bin kein Pirat, wie Sie. Ein Gericht soll entscheiden, was mit dir geschehen soll. Hi, Jane. Lang nicht mehr gesehen. Ben, dass ausgerechnet du mich erledigt hast? Ja, ich hab euch ganz schön reingelegt. Die Idee mit dem Skelett kam mir erst vor ein paar Tagen. Du hast den Schatz von Flint gefunden? Jo. Er hat ihn auf einen sicheren Ort gebracht. Wir wussten davon. Nur deshalb haben sie die Karte von mir bekommen. Und jetzt ist er für uns zu helfen, das ganze Gold mit an Bord zu bekommen. Nur bekommt sie davon nichts. Dumm gelaufen. Ziemlich dumm gelaufen. Los, Männer, holen wir den Schatz. Na gut, peace and love. Deine Mutter wird stolz auf dich sein, so wie wir alle. Die See hat dich echt zum Mann gemacht. Ich würde es jederzeit wieder mitnehmen. Danke, ich überlege es mir. Wunderbar, ganz wunderbar. Lasst uns anstoßen. Captain, Jane Silver, sie ist weg, dort hinten. Soll ich schießen?
überleben hat sie nicht. Silver findet immer einen Weg. Sie war wahrscheinlich die letzte große Piratin, die England je erlebt hat. Und ich durfte sie kennenlernen. War schön, Sie kennengelernt zu haben, Jane Silver. Lasst uns heimfahren. Danke, dass ihr so viel Geduld mit uns hattet.